Servus Freunde, hier ist der Tabak. Freut mich auf diesem Kanal hier am Start zu sein. Heute gibt es eine Folge Tipps und Tricks zur FIFA Ultimate Team. Bevor es gleich losgeht, ein großes Shoutout an G2 Esports und deren Show Making the Squad. Das ist logischerweise die FIFA Edition, welche von Pringles präsentiert wird. Und die Serie ist eine echt coole Reality-Show, wo 10 FIFA-Talente im Real Life als auch in FIFA 21 gegeneinander antreten werden. Und es geht zum einen um 10.000 Euro und zusätzlich um einen Vertrag bei G2 Esports. Und zwar einen Talentvertrag. Ich denke, da würden sich einige freuen. Die erste Episode findet am 20. Dezember statt und wird auf Inside TV ausgestrahlt. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt das auf jeden Fall ab. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem Video. Skills and confidence. Let the games begin. You can feel the pressure. My place here is on the line. Who has what it takes to make the squad? Es geht los mit dem ersten Trading Tipp. Ihr werdet von mir in der Laufe der ganzen Folge heute ein paar Tipps bekommen. Könnt ihr euch gerne aufschreiben. Wird spannend sein für die Zukunft. Ich habe in diesem FIFA schon einige Münzen damit gemacht. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den 83er Trading. Bald ist Weihnachten und EA Sports hat auch zu Weihnachten immer mal ein paar coole Specials am Start. Letztes Jahr gab es zum Beispiel eine garantierte Team of the Week SBC. Ich denke, die meisten FIFA 21 Spieler kennen das Ganze. Und wenn das so ist wie beim letzten Jahr, was so gut möglich ist, dann könnte es sein, dass wir eine garantierte, wiederholbare Team of the Week SBC am 24. oder zum Beispiel 25. Dezember sehen werden. Aktuell sind 83er vom Preis ganz bisschen angezogen. Die befinden sich, wenn sie ganz, ganz günstig sind, so bei 1,3, 1,2. Und jetzt sehen wir hier einen Oediger, der ist linkbar, ist bei 1.500 Münzen. Sucht euch wirklich Spieler aus, die linkbar sind. Sprich, ihr nehmt nicht unbedingt irgendwelche Torhüter, sondern am besten würde ich sogar sagen, Spanisch-Liga-Spieler, französische Liga. Schaut euch da ein bisschen um. Oediger ist jetzt einfach nur ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Und ihr seht den Preis, 1.500 Münzen, das ist ein gutes Beispiel. Wenn diese SBC kommt und sie ist wiederholbar und sogar tauschbar, sprich man kann die Karten wieder verkaufen, dann wird dieser Oediger ziemlich sicher auf mindestens 3.000 Münzen steigen. Wenn wir das dann mathematisch ausrechnen, dann haben wir hier einen Gewinn von 100%, also sprich wir verdoppeln die Münzen, wäre schon mal was richtig Feines. Ich habe beispielsweise, wissen viele von euch, 20 Millionen im 84er investiert, da ist der Zug schon abgefahren, aber wenn ich den dann verkauft habe, dann gehe ich all in die 83er. Kann ich euch empfehlen, Leute. Da wird auf jeden Fall im Laufe des Dezembers vor dem Team of the Year noch einiges auf uns zukommen, wo man die eben einsetzen kann. Sprich, falls ihr jetzt einkauft, dann könnt ihr nicht erwarten, dass ihr es in 5 Tagen wieder verkaufen könnt, sondern Ende Dezember. Und wann verkaufen? Wenn ihr einfach glücklich seid mit dem Preis. Okay? Wenn ihr einen Oediger seht, der geht für 3.000, dann verkauft den und habt guten Gewinn gemacht. Willkommen zum zweiten Themengebiet des heutigen Videos, und zwar Marktcrash. Das ist die Überschrift und ich will euch erklären, worum es hier geht. Ihr seht jetzt mal nur eine Beispielkarte von Robert Lewandowski. Es kann sehr, sehr gut sein, dass seine Team of the Year Karte, die so Anfang bis Mitte Januar dann am Ende erscheinen wird, ein bisschen besser aussehen wird. Ich kann euch das natürlich nicht 100% sagen, aber Fakt ist, das Team of the Year wird erscheinen. Und je näher wir zu diesem Team of the Year kommen, desto weiter werden die Karten sinken. Falls ihr in eurem Verein ein Mbappé habt, ein Neymar, also wirklich spielbare, starke Karten, seien es irgendwelche High-Rated Team of the Week Karten, Rule Breaker, sonstige Spezialkarten, die werden alle nach und nach immer weiter fallen. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr natürlich mit einem Untradable Team in der Weekend League spielen. Die Münzen, die ihr quasi für euer Team habt oder besser gesagt bekommt, wenn ihr sie verkauft, die könnt ihr investieren in Dinge, die ich euch noch gleich zeigen werde, wie zum Beispiel auch 83er. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, ihr spart euch Münzen und investiert sie gleichzeitig und das ist dann absolutes GG. Vor 3-4 Wochen war der Markt hier oben, okay? Und jetzt sind wir sowieso immer weiter runtergefallen. Aber das ist noch nicht das Ende, es geht halt noch weiter runter. Trading-Tipp Nummer 3 ist Team of the Year. Das Thema, was ganz, ganz groß geschrieben wird in den nächsten Wochen. Was ich euch erzähle, wird jetzt sehr, sehr spannend, denke ich mal. Erstens, 83er, 84er, 85er. Ich denke, die werden noch ein Tickchen weiter steigen. 83er sowieso. Aber ihr wisst es vielleicht vom letzten Jahr. Es wird auch SBCs geben, wo ihr beispielsweise 11 Bundesligaspieler eintauschen müsst. Und ihr erhaltet ein Päckchen, wo 12 Spieler drin sind aus der Bundesliga. 3 davon selten. Und dann hat man ja theoretisch die Chance, daraus ein Team of the Year zu ziehen. Und dann müsst ihr natürlich schauen, okay, welche Ligaspieler lohnen sich am meisten? Die müssen rare sein, sprich, so wie der Trimmel oder Cordoba. Und wo kann ich da ein bisschen rein investieren? In der Premier League, in der Bundesliga oder sei es sonst wo. FC Bayern München in die Champions League gewonnen, dazu noch das Triple. Sprich, ich denke, im Team of the Year müssten auf jeden Fall 2-3 Bayern-Spieler sein. Mindestens, hoffen wir mal. Dann gibt es aber noch Kandidaten natürlich wie Cristiano Ronaldo. Schaut euch vielleicht um, gibt es Premier League-Spieler. Und die SBCs, wo natürlich die meisten Spieler enthalten sind, die werden die beliebtesten sein. Und ich denke, Premier League ist sowieso immer eine beliebte Liga, als auch dann französische Liga wegen Mbappé womöglich.
Vielleicht schafft es Neymar, wir werden es sehen. Aber Leute, ganz, ganz heißes Eisen, würde ich sagen. Und zwar, diese Spieler sind auf dem Discard-Preis. Die kosten 700 bis 800 Münzen. Und wenn ihr euch die jetzt schon mal einkauft, nicht heute unbedingt, sondern vielleicht einfach morgen, übermorgen, ihr habt auf jeden Fall noch Zeit bis dahin. Aber ihr könntet euch diese Spieler beispielsweise 1000 Mal kaufen und ihr zahlt, sagen wir mal, 700 Münzen. Ihr macht 100% nichts falsch. Wenn die SBC dann kommt, was zu 90%, denke ich mal, sicher ist, dann werden diese Karten plötzlich bei 1,5 sein, 1,6 sein. Und dann gibt es wieder das Potenzial, die Münzen zu verdoppeln. Gehen wir mal davon aus, ihr investiert zum Beispiel 1 Million Münzen, dann macht ihr daraus 2 Millionen. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt beispielsweise mit 10 Millionen reingehe und dann mache ich 10 Millionen Gewinn, das dauert zwar sehr, sehr lange, die einzukaufen, aber es wird sich 100% lohnen und ich habe locker mal ein paar tausend Euro gespart. Das, denke ich mal, ist 100% absolut interessant und es wird so viele Zeitpunkte geben, wo man die einkaufen kann. Und das Beste ist, keiner ist auf dem Markt und sucht sich die gerade aus, da bekommt ihr jeden zum Abschlusspreis. Und da kann man sich umschauen, Innenverteidiger, beispielsweise Brasilianer, aber Gold und häufig. Und sowas wird bei Puzzle-SBCs dann gebraucht und ganz ehrlich, wenn ihr dann seht, okay, solche Brasilianer als Innenverteidiger sind nicht so teuer, dann könnt ihr euch die schnappen. Ihr könnt euch genauso Franzosen schnappen, die häufig sind. Ihr seht, die haben alle gerade aktuell so einen Preis von 700 Münzen. Dann könnt ihr da wirklich mit gutem Gewissen einkaufen. Nicht nur Innenverteidiger, holt euch Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, immer versuchen zum Abschlusspreis zu bekommen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn dann ein paar SBCs da sind, dann schaut ihr einfach drauf, was kosten die gerade und dann bekommt ihr die meistens sogar für 1000 Münzen weg, 1,2 und da ist wieder Potenzial zu verdoppeln und das ist mein Lieblingsfach. Wirklich, Münzen zu verdoppeln ist das Beste, was möglich ist. Und ich würde sagen, das ist auch was für Low-Budget-Trading. Sprich, ihr braucht jetzt nicht 1000 Millionen von Münzen zu haben, sondern es reicht, wenn ihr 5000 habt, es reicht, wenn ihr 100.000 habt. Das ist wirklich individuell, wie ihr Bock habt, da reinzugehen. Und dann habe ich zu guter Letzt noch einen richtigen Schmankerl für euch. Und ihr wisst alle, es gibt die Road to the Final Karten. Wir haben da einige spannende Kandidaten am Start. Man weiß jetzt auch, wer spielt gegen wen. Und da kann ich euch nur eine Sache ans Herz legen. Schaut euch wirklich mal intensiv an, wer muss jetzt im Achtelfinale der Champions League zum Beispiel gegeneinander spielen. Das gleiche für die Europa League. Da gibt es ja das Best of 32 Mannschaften. Das ist ja in Anführungszeichen so ein 16-Finale. Und wenn wir so langsam Richtung Team of the Mark Crash gehen, was gar nicht mehr so weit weg ist, dann werden viele diese Europa League Karten vergessen, weil es gibt 2 Monate Pause bis zur Champions League als auch Europa League. Sprich, diese Champions League Karten, Europa League Karten, die werden irgendwann vom Grafen her hier ganz, ganz weit unten sein, okay? Und dann ist der Zeitpunkt, wo wir einkaufen und ich verspreche euch, wenn ihr dann 2 bis 3 Wochen maximal wartet, ihr habt dann schön investiert in diese Europa League Karten oder in dem Fall die Champions League Karten und ihr verkauft sie kurz vor dem Spiel. Wenn ihr euch natürlich traut während dem Spiel und es läuft gut für die Mannschaft, dann scheppert es aber gut in der Kasse. Da reden wir aber nicht vom Verdoppeln, das ist bei so einer Preisklasse normalerweise nicht möglich, aber trotzdem macht man da super Gewinne und ich denke mal, das ist so eine Sache, die ist absolut 100% sicher, weil ihr müsst euch vorstellen, alleine im Hype, wenn die Leute darüber reden, steigt immer alles weiter. Und eine Sache ist wichtig, wir kaufen immer dann ein, wenn die anderen es nicht tun, okay? Das muss man sich merken. Und wir verkaufen immer dann, wenn die anderen einkaufen. Und das ist dann eben der Zeitpunkt vor dem Spiel. Und nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an G2 Esports als auch Pringles für die Einladung, dass ich euch hier auf dem Kanal meine kleinen Tipps und Tricks zeigen konnte. Vergesst nicht, am 20. Dezember bei der ersten Folge von Making the Sport einzuschalten. Weitere Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tabak und viel Spaß dann am 20. Dezember und ciao.